Hallo meine lieben Freunde, wir sind jetzt in Beer in Bathurst. Alles reingemoddet hier frisch. Wir fahren GT3. 10 Runden, würde ich sagen, maximal. Auf Bathurst hier in Australien. Geht los. Sogar Flammen aus dem Auspuff. Besser ist. Ja. Bandit Shield hier. Der SLS ist schon an der Corvette vorbei. Die Corvette ist die schwächste. Nein, die hat aber einen guten Anzug. Mhm. Ah, und jetzt hat's mich raus. Nee. Dann noch hier in dem engen. Das ist der schwierigste Part von der Strecke. Da fahre ich immer sehr vorsichtig durch. Wollten an der Corvette vorbei. That was a 219.41. Boah, im SRS bin ich auch vorbei. Klingt mir am Arsch, ey. Oh, der SLS drückt sie vorbei. Oh, der hat sich gedreht. Wunderbar. Hätte doch eine Strafe geben müssen, mein lieber Freund. Schön, am Porsche wieder vorbei. Kann man gut ausbremsen, seine Kurve. That was a 213.25.
Ich kann auf der Geraden und ja, über Startziel, bis es wieder hoch geht in die Berge, erstmal ein bisschen Vorsprung mal rausholen, aber ja. In den Bergen verliere ich zu viel Zeit. Die halten mich hier ein bisschen auf, aber Camaro. Das macht das wieder hier. Oh, toll. Echt toll. Oh Mann. Ja. Wieder SLS. Und der hat sich da gedreht. Dann fährt er mir voll in die Karre rein. Toll. Ist aber hinterher. Das macht die KI da immer. An der Stelle, da darf man gar nicht überholen. Das ist ein Computerfehler. Jetzt weiß ich nicht, auf welchem Platz ich bin, ob da zwei mit vorbeigefahren sind. So ein Affe, Alter. Sonst fährt die eigentlich sehr gut. Ja, vor allem, du kannst ja auch einen Cutten. Ich glaube, ich habe einen Schadenwagen drin. Ja, toll. Echt toll. Ja, sollte man normalerweise nur mit echten Gegnern fahren. Aber der Schaden ist noch zu gering, als dass ich da in die Box fahren würde. Aber das Lenkrad ist ein bisschen schief nach rechts. Ich versuche wieder ranzukommen. Ah, er lenkt wieder gut nach links. Der Lap war 224.00. Hat 6 Sekunden gekostet. Toll. Zweimal an dieser Stelle, da wo es da bergunter geht, ist die Schlänge rein. Da will er mich da ausbremsen. Da darf man gar nicht links rüberfahren. Ja, das Lenkrad ist schief, ja. Mit einem leichten Schaden. Würde ich in der Box viel zu viel verlieren, was um kurz zu rennen. Das lohnt sich nicht reinzufahren. Oh! Ach, scheiße, Mann, dass der mir die Karre noch kaputt gefahren hat. Da vorne sind sie. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Muss ja ganze Rennen hier mit dem kaputten Karre fahren, ey. Da komme ich noch ran. Jetzt sind sie 400-500 Meter weg. Jetzt fahren sie gerade über Start und Ziel. Jetzt fahre ich über Start und Ziel. Der Lap war 211.62. Wie viele Runden haben wir denn überhaupt? Oh, ich bin eine schnelle Runde gefahren. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich eine 2.11er gefahren. Und das mit einem kaputten Wagen. 3 Sekunden schneller als beim Qualifying. Ich glaube, ich bin letzter.
Hat jemand eine Strafe bekommen? Ei. Nee, Time Remain 10. Ach so, das Rennen geht auf Zeit. Na gut, also dann 10 wir das Minuten zu Ende. Und da dann, ja. Perfekt. Ich komme jetzt auch, komm jetzt langsam ran. Also zwei Positionen kann ich noch gut machen. Und in der Kurve passe ich jetzt aber genau auf, dass da keiner mehr, da fahre ich links Kampflinie. Dass er nicht links reinsticht. Dann passiert das nämlich gleich nochmal. Das sind bestimmt noch 400, 500 Meter. Das war hart am Limit, ey. Da sind noch 3, 4 Gegner. Oh! Ja, die hinter mir holen ganz schön jetzt auf. That was a 213.19. Hier eine 214. Muss natürlich jetzt auch alles riskieren hier, das ist gar nicht gut. Schade. Wenn wir alles echte Gegner, dann wäre das noch vorher nicht passiert. Sonst fahren die sehr fair, aber. Das haben sie falsch programmiert da in der Kurve. Muss man Kampflinie fahren, damit er da nicht reinsteckt. Oh! Schaden merkt man schon, ja. Ich glaube, die Reifen bauen noch ab. So, jetzt komme ich ganz ein bisschen näher ran. Ja. Meine Reifen bauen auch ab. Ja, merkt man auch. Aber mit diesen kaputten Wagen pushen, das ist natürlich echt übelst gefährlich. Nicht schwer, nicht einfach, aber ich komme langsam ran. 200 Meter habe ich aufgeholt. Und die beiden noch schlage, zum Ende wird es noch spannend. Aber wenn der Wagen heil wäre, dann hätte ich sie schon bekommen. Guck mal, was ich jetzt für eine Zeit fahre. Der Lap war 2.13.01. Wieder eine 2.14. 2.11 war meine schnellste. Auch schon im Schaden. Hier sind es vielleicht noch 300 Meter. Sehen kann ich sie schon. Will ich die Corvette noch bekommen? Ja, ich sehe ihn, jetzt komme ich näher ran. Komm. Da ist noch was zu machen. Ja. Bin gleich Schlagdistanz. So.
1, 2, 3, 4 Autos sind das. 5 Minuten sind aber nur noch Zeit. Und das Rennen vorbei. The lap was a 2:11.03. Jetzt bin ich genau hinter ihm. Die Corvette hole ich mir noch. So, lass mich vorbei. Jawohl. Und jetzt fahre ich Kampflinie, weil lieber, du fährst ja jetzt nicht wieder rein. Dann machen wir denselben Scheiß hier. Kann man noch zwei holen. Ah! 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 Ah, shit, shit, shit. Reifen bauen ab. Bin ja an SLS dran. Mhm. Reifen bauen immer mehr ab. Ja, ja, merkt man. So, die Corvette ist weit hinter mir. Eine SLS würde ich gerne noch kriegen. Oha. Oh, fast verbremst. Oh! Die Hinterreifen. Oh nein. Oh! Scheiß Schaden in der Karre drin. That was a 2:11.74. 2:11. So, jetzt geht's in der letzten Runde hier. Drei Leute sind das. Oh, komm, 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 komm. Rüber, hier vorbei jetzt hier. Jawohl. Eieiei. Jawohl, alle überholt. Alle drei Autos. Jawohl. Ah, bisschen unfair, aber das ist mir scheißegal. Nach der Aktion haben sie mir... Oh, das wird, glaube ich, die letzte Runde. So. Ah. Und ich bin am Arbeiten hier. Wie ein Wilder, wie ein Blöder. So, jetzt geht's hier runter, den Berg runter. B, du fährst hier rein. Lass mich in Ruhe. Ich war Kampflinie, Alter. Nichts holen hier. Oh. Gas! Vier Autos noch überholt. Und der nächste bist du da vorne. Hundertprozentig. Das war eine Menge Arbeit, meine lieben Freunde. Und noch ist das Rennen nicht vorbei. Da klebt mir ja eine Rosette ein. Ja, du kannst außen überholen. Da kommst du sowieso nicht vorbei. Ja. So. Läuft das jetzt? Hier ist das Rennen vorbei. Ja.
Jawohl, Alter. Läuft. Habe ich mir das vorgestellt. Das da vorne musst du sein eigentlich. Ja, jetzt werden sie hinter mir auch langsamer. Karierte Flagge. Ja, das bist du, ja? Oh. Ich fahr durch und in die Box. Wo sich das gehört. Das ist die Auslaufrunde hier. Ah, da habe ich auch noch ein gutes Rennen gefahren, dafür, dass mein Karri hier halb kaputt ist. Ey. Noch eine 2.11er Zeit, noch 3 Sekunden schneller als Qualifying. Das war ein richtig geiles Rennen, ey. Geiles Force-Feedback, ey. Oh, fetten Drift! Und abgefangen, ja, das ist ja nice. Wer ist das hier? Das ist der erste, wa? Wir sehen uns in der Box wieder. Ich will das ausrollen, wa? Krieg ich den noch? Da ist der erste. Das Rennen ist erst ganz vorbei und wird gewertet, wenn alle in der Box sind. Ich weiß es nicht, aber... Ja, ja, meine Position bleibt aber gleich, obwohl ich ganz hinten bin. Ja, das ist klar. Was zeigt er da an? Ich kann das jetzt nicht sehen, ich will den ersten noch kriegen. Der fährt jetzt bestimmt in die Box, ey. Ja, der fährt in die Box. Gucken, ob gleich wieder gehupt wird. Ja! Bei ihm hat er gehupt, bei mir auch. Ja, für jedes Fahrzeug, was in die Box fällt, wird gehupt, ey. Fanfare hier. Hi, guys. Da schreibt doch einer uns was rein. Das war ein Porsche. So, ich fahre jetzt hier rein, bock mich auf. So. Morley hat verlassen. So, ja, und jetzt hört er auf. Ach, jetzt lädt er Mazda Raceway. Und noch eine neue Errungenschaft. 100 Kilometer Driving. Oh, Mazda Laguna Seca, ja geiles Ding, Alter. Die können wir auch einfach nochmal fahren. Die ist echt geil, die Strecke. Das war ein schönes Let's Play. Da habe ich aber auch alles gegeben, Alter. Ich habe bestimmt einen halben Kilometer Rückstand gehabt. Und bin dann an das ganze Feld rangekommen und das waren 4 Autos. Da musste ich mich einfach dazwischen quetschen. Ich bin im einen hinten reingefahren, da hebt sie das ganze Heck hoch. Ich bin irgendwie, habe ich nur noch durchgewurschtelt. Also ich müsste auf den dritten Platz gekommen sein. Du auf den zweiten, oder? Ja, der hat mich da, wo die letzte Minute war, weißt du? Ich hatte noch eine halbe Runde quasi. Mhm. Bis zum Startziel, dann wäre die Zeit rum gewesen. So war es ja dann auch. Ja. So, und genau in dieser, ja, wo es über den Berg so hoch geht, dann die Rechtskurve, wo du auch geradeaus drüber schießen könntest. Mhm. Und dann kommt ja unten die steile Linkskurve. Ja. Das heißt, bevor es vor die Rechts- und dann gleich wieder Linkskurve kommt, dann vor der langen Geraden. Da hat es mich abgeschossen. Dann hat er mich überholt, ja. Also eigentlich genau gleich nachdem die Einblendung kam, hier noch eine Minute. Ach, hier ist Pepsi-Werbung, ja. GoPro. Geil, alles drin. Also haben wir jetzt einen geilen Server runtergeladen. Ach, der ist auch mit reingekommen hier. Hier ist einer bei uns drin. Santatore 78. Ja, auch dieser Timo Hartmann. Ja. Und der Oliver Morley hat verlassen. Er ist aber auch mal reingekommen, hat ihn mal reingeluschert. Musst du nicht arbeiten? Ich hab morgen frei. Echt? Ja. Das ist ja geil, ne? So, meine lieben Freunde. Noch habe ich Platz auf der Platte. Ich fahre mit euch noch einmal.
eine Runde Mazda Laguna Seca hier. Da stehst du, ja? Hier gibt's keine Boxengasse. Und die ganzen Fahnen sind am Wehen da drüben, Mann. Ja, geil. Was ist das hier? Das Safety Car, wa? Ja. Gucken wir uns doch mal Mazda Laguna Seca an. Ja, hier ist nur 60 Boxengassen Limit. Nicht hier 100. Muss man langsam eine Box fahren. Das ist von Strecke zu Strecke unterschiedlich. So. Ja, nee, ist klar, gleich ein Dreher. Weil ich auf den Dreck gekommen bin. Hoppala. Oh. Ja, nee, ist klar, hier. Jetzt aber, meine lieben Freunde, jetzt nehme ich euch nochmal mit hier. Tempo Limit ist aus. Die Schrecke ist geil. Ach, Mazda ist hier. Original Werbung. Polish, Waxes and Cleaners. Die ist auch in Wirklichkeit auf der Strecke drauf. Das kennt man von Gran Turismo. Und man merkt jede Bodenwelle hier. Verdammte Axt. Ach, hier geht's so lang, ja? Bin schon lange nicht mehr gefahren, Mazda Laguna Seca. Oh, Alter! Aber hier diesen Part, den merkst du aber ganz anders als in allen anderen Spielen. Wo ist hier die Kurve, kennst du bestimmt, ne? Die ich meine. Ja, die scharfe Linkskurve, wo es einen Berg runter geht. Ja, genau, links, rechts. Ja. Da habe ich mich gedreht. Das merkt man hier in diesem Spiel aber ganz anders als in allen anderen. So, eine Runde fahre ich jetzt noch eine schnelle und dann ist das Let's Play vorbei, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal für neue R-Faktor-Videos. Ah, wir haben alles am Start. Wir haben Assetto Corsa, wir haben GameStocker Extreme. Bald habe ich noch Automobilista. Da kommt noch eine Menge Content. So. Eine schnelle Runde noch. Yamaha-Werbung haben sie hier auch eine. Wie eine richtige. Mazda ist hier, ja. Ach, Bosch-Werbung haben sie hier auch, ja. Deutsche Werbung hier in Amerika. GoPro hier. Die Kurve hier ist noch ein bisschen. Ja, da muss man sich immer erstmal einfahren. Das dauert seine Zeit. So, wie komme ich jetzt hier? Boah! Ja, ja. Na, hier Bestzeiten fahren, das... Boah, wieder einen halben Drift, ey. Boah! Na, da hängt noch eine dran, meine lieben Freunde. Das macht so viel Spaß. Das geht nochmal nicht anders. Oh, ich nehme ganz am einen hier. That was a 127.69. 21er Zeit, ja? Sagt er. Da bin ich ganz reingefahren. Oh! Ah! Nee. So, das war's. Ich bin im Bett fertig. So, meine lieben Freunde, ich bin raus. Bye bye, schönen Tag noch.